Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zur neuen Episode Pody Bridge 2 mit Workshop-Leveln, der Kreisverkehrbrücke für Krieger 05 von Inselspieler. 500.000, wir haben Straßen, Stahl, Hydrauliken, Kabel und Federn. Hinweis A, die Luftschiffe kommen mit 3 Sekunden Verzögerung. Hinweis B, die Fahrzeugphysik wurde verändert. Hinweis C, blaue Objekte sind beweglich, grüne Objekte sind unbeweglich. Blau ist beweglich, grün nicht. Okay. Das heißt, gut, das sieht man aber auch hier an dem Punkt. Das heißt, der ist beweglich und der muss beweglich sein, sonst komme ich nicht ins Ziel und ich komme nicht raus aus dem Tal. Okay. A, Checkpoint, Checkpoint stehen bleiben. D, Checkpoint, Checkpoint drehen. Checkpoint, Checkpoint ins Ziel. Immer wieder Hydraulikphasen. Wir haben allerdings auch einen Controller, das heißt, ich kann, wenn ich möchte, das Ding hier verändern. Ich will gleich mal gucken, werde ich dich mit einem Federding hier machen oder ja, nein. Okay, das würde einigermaßen sogar gehen. Aber leider nicht wirklich viel. Also wird hier doch eher hydraulikmäßig gearbeitet. Die Frage ist, Hydraulik von unten oder Hydraulik von oben? Gucken wir mal, wie wir ein gutes Ergebnis erreichen. Weil ich muss auf jeden Fall das hier aufmachen, natürlich. Das ist plumm, also weg da. So, gehen wir hier hin. Machen wir Hydraulik von hier. Einfahren, einfahren, ausfahren, damit du schön aufgehst. Joink, das sieht gut aus. Und vor allen Dingen können wir schon direkt sagen, ihr bleibt einfach dauerhaft auf. Ich wüsste jetzt spontan nicht, warum das Ding irgendwann zugemacht werden soll. Aber gut. Wenn doch, können wir es ja einfach timingmäßig wieder zumachen, wann wir es zuhaben wollen, aber so ist schon mal das wenigstens geregelt. Perfekt. Teil 1 haben wir erledigt, wir haben das Ding aufbekommen. Ich bin glücklich. So. Wie bekommen wir dich da hoch? Wir haben hier eine Hydraulikphase gleich zu Beginn und der Ding kommt gleich zu Beginn. Gut. Wir haben hier keinen Punkt, nehme ich an, weil da das Ding ist, genau. Ich kann bis hier hinbauen, aber das bewegt. Das hier ist ein extra Teil. Ja. Das hier bleibt extra stehen. Das heißt, ich kann theoretisch hier, wenn ich ein bisschen weggehe, hier eine Straße hinmachen. Das würde nicht kaputt gehen, weil das oben weggedreht wird und das hier nicht berührt wird. Okay. Das lassen wir mal direkt so hier. Müsste so halten. Ja. Der könnte uns eventuell bei dem Sportwagen nachher helfen, rauskommen. Das finde ich nicht so blöd. Dieses Ding lassen wir mal da. Jetzt geht es darum, ihn hochzubekommen. Da er beim Fahren gezogen wird, kriege ich den vielleicht hochgezogen, komplett als Ganzes, damit er dann. Wir können das eigentlich als waagerechte Straße machen. Von hier. Nicht ganz waagerecht. Wir müssen leicht runtergehen an der Stelle. Aber bis hierhin kann ich gehen, oder? Ja, sollte gehen. Jetzt machen wir hier eine ganz leichte Kurve rein, damit er eben nicht an dem Teil hier hängen bleibt. So, machen da mal Straßen hin. Zack, 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 zack. Machen das Ganze fest. Das wird von unten stabilisiert. Weil wir nämlich dann das Ding massiv machen können im besten Falle. Wunderbar. Da haben wir hier so Muskeln hin, damit es stabil ist. Hoffentlich. Und dann lassen wir das Ganze
von oben gemütlich mit Hydrauliken hoch und runter ziehen. Frage ist, ist der schnell genug da oder muss man hier noch Straße dazu machen? Das werden wir aber gleich sehen. So, einmal. Und zweimal. Ihr macht nichts im A. Erst in B kommt ihr. Und Problem wäre hier aber auch, er zieht nicht weit genug hoch. Er müsste theoretisch 12 Meter hinter sich bringen. Bringt er aber nicht. Gucken wir mal. Okay, wir haben hier vergessen, Splitjoint reinzumachen. Der geht auf, der geht rüber. Ist er schnell genug? Nein, ist er nicht. Das heißt, wir müssen das hier aus Versehen mal künstlich erweitern. Tut mir leid, aber ist leider notwendig. Kriege ich den hier rüber verbunden? Oder muss ich oben rumgehen? Das hier will ich. So. Machen wir ihn oben rum fest. Brichst du? Nein. Problem hieran ist natürlich, er würde nicht beide Punkte erwischen, oder? Wobei er fährt. Bist du schnell genug? Kriegst den? Oh, das sieht gar nicht so blöd aus. Komm schon, fahr. Nein. Und er fährt da nicht weit genug. Was bedeutet, wir müssen ihn links weniger hochfahren lassen als rechts, damit es steiler ist. Würde immer noch nicht reichen. Was bedeutet, wir müssen hier rechts einen Muskel hinmachen, damit er rechts höher zieht als links. Hätte ich gesagt. Damit wir eine Schräge bekommen. Ihr macht in A noch nichts. Ihr macht erst in B was. Checkpoint kriegt er, okay. Fährt rechts noch nicht hoch genug, aber wir kommen der Sache näher. Ersetzen wir einfach noch so eins durch den Muskel. Gucken wir mal. Ja, tendenziell nicht ganz so blöd, aber auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Wie sieht es mit rein aus? Machst du dann mit? Wahrscheinlich nicht. Was aber heißt, ich könnte hier unten den Muskel durch Hydraulik ersetzen und ihn dann ausfahren lassen. Ich glaube auch, dass das vierte hier nichts machen wird. Weißt du, was vielleicht schlau wäre? Das hier auch ausfahren zu lassen. Dann zieht er höher. Wenn ich das hier ausfahren lasse, zieht er natürlich... Ja, guck mal da an. Guck mal da an. Okay. Wir dürfen dich nicht ganz so weit ausfahren lassen. Waren wir 35. Hier auch. Und dann ersetzen wir die unteren wieder durch normale Hydrauliken. Weil ich glaube, das Ding wird nämlich jetzt sonst wo gezogen werden. Ich muss sie wieder neu ausstellen. Jawohl. Habe ich erkannt. Vielleicht reicht sogar eine von diesen extremen Hydrauliken. Ja. Ja, die Höhe gefällt mir. Die Höhe gefällt mir per se. Problem ist nur... Ich bekomme den Checkpoint auch nicht mehr. Ja. Kriege ich den Checkpoint bitte? Ja, den ersten habe ich bekommen. Okay. Jetzt machen wir aus dir noch einen Muskel. Dann sollst du nämlich ausfahren. Ausfahren und sollst das Stück rechts hier nach oben drücken, damit es einen Weg gibt für den blauen Wagen. Das ist die Idee. Nicht in dem Moment. In dem Moment. Gucken wir mal. Ah, ja, ja. Nee, bisschen zu steil. Aber das ist tendenziell gar nicht so blöd. Gehen wir runter auf 18.
Kriegt den ersten Checkpoint, kriegt den zweiten Checkpoint. Hey. Es fehlt im Prinzip nur ein bisschen Straße. Es fehlt im Prinzip nur ein bisschen Straße. Oh, man könnte über diesen blöden Trick gehen, dass man im Prinzip Straßen hier rechts in der Wand verschwinden lassen kann über Split Joints, aber so einen Scheiß mache ich nicht. Kriege ich den mit den Muskeln irgendwie anders gedreht, dass ich... Okay, das macht er nicht mit. Das Problem ist, mir fehlt natürlich jetzt hier so ein Stück Straße. Im Prinzip müsste dieses Teil nach oben geschoben werden. Oder wir machen hier noch einen Muskel hin, damit das gesamte Teil sich bewegt. Macht das Sinn? Wir werden es sehen. Wären wir beide auf 20 oder um die 20 genauer gesagt. Gucken wir mal, was da gleich passiert. Ja. Nee. Eher nicht so. Das ist eher nicht so der Fall. Ich glaube, am schlauesten wäre es echt, dieses Stück Straße hier nach oben bewegen zu lassen. Nur wie bekomme ich das hin? Das Stück Straße hier als Ganzes muss hoch bewegt werden. Könnte sowas gehen? Der drückt den hoch, der zieht den rum. Nee, so nicht. Ich glaube, der Punkt hier muss anders gesetzt sein. Das kann ja nicht hochbewegt werden, das ist ja hieran fest, ich Idiot. Ich kenne mich mit solchen Mechanismen nicht aus. Keine Ahnung. Wahrscheinlich könnte das auch hier sehr viel kürzer sein und alles. Und wenn wir das ganze Ding schräg bauen, statt gerade, also schon angewinkelt bauen, ganzen Rotz wieder wegmachen hier. Gut, Ansatz links, den brauche ich. Dieses Stück Straße. So. Ja, wahrscheinlich können wir da direkt auf stärkere Straßen gehen. Weil da ordentlich Power drauf sein wird jetzt. Okay, das Ganze wieder einigermaßen festmachen hier. So, ein Punkt. So. 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 Das hier drüben auch. Einmal wegmachen. Ja. Du musst weg, du musst weg, du musst weg, du musst ran. Der hat jetzt natürlich hier den Großteil weggemacht, auch gut. Das hier nicht. Jetzt geht es darum, die Teile hier zu verbinden, damit das im besten Falle massiv ist. Hätte ich gesagt.
Wunderbar. Okay. Jetzt wieder mit den normalen Hydraulikgedöns. Dann gucken wir mal, ob wir das einigermaßen zum Steuern bekommen. Zack, zack, zack. Ihr müsst alle aus sein im ersten Schritt. Dann verbinden wir von hier oben bis nach... Von hier oben... Hier oben bis nach da. Zack, zack, zack. Spiel sagt nein. Spiel wird lernen, ja zu sagen. Siehst du? Das machen wir aus. Jetzt geht es darum, kriegen wir das denn so hochgezogen, wie ich es gerne hätte. Und bricht das Ganze. Okay, unten berührt nichts. Der feuert ihn viel zu hoch. Also können wir hier schon direkt Straße löschen. So. Gehen wir mal davon aus. Zieh, Junge. Ja, abgesehen davon, dass er rechts zu weit zieht. Gar nicht so blöd. Wir ersetzen das eine durch ein Kabel, damit er die 2 Meter nicht mitnimmt. Dann sollte er höhentechnisch ganz gut dastehen. Wahrscheinlich kriege ich aber das letzte Stück wieder nicht hin, oder? Ja, 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 ja. Das ist okay. Das ist okay. Wir brauchen hier nur ein bisschen mehr Straße. Das Ding muss nur noch stabil gemacht werden. Das sah hier insgesamt gar nicht so blöd aus. Komm schon. Bisschen tiefer mit dem Ding. Und dann haben wir den ersten Teil ja quasi schon mal geschafft. Oh, der sieht schön aus. Zu früh gefreut. Bisschen weiter. Och, wenn das blöde Ding nicht so wackeln würde. Ich darf nicht zu weit nach rechts gehen, sonst knallt er hier gegen das Teil. Ja, okay. Okay, jetzt ist das Problem, er fährt runter. Knallt doch sicherlich hier gegen, oder? Ja. Ja, er knallt dagegen. Das heißt, wir müssen das hier leicht ausfahren lassen. Nicht hier, nicht hier, sondern hier, damit du ausfährst und das Teil nicht mehr berührst, hätte ich gesagt. Genau. So, kriegen wir jetzt eigentlich einen Kontakt gut hin? Nee. Das heißt, wenn er losfährt, darf er nicht fahren. Und er wahrscheinlich respektive auch nicht. Okay. Wir dürfen ihn nicht zu weit hochziehen lassen. Jetzt kommen ja so Kleinigkeiten und Überlegungsdinger rein. Ich kann den hier nicht hochkant lassen, sonst fährt er dagegen. Weil wenn ich ihn ausfahre, knallt er dagegen und alles ist kaputt. Okay, wie wäre es denn damit, wenn wir dich hier einfach lösen? Und wenn wir dich lösen, nachdem er runtergehen soll, hier. Brauchen wir dich Stück überhaupt noch? Ich meine, warum? Was ist jetzt wieder los?
Und ja, mehr Gewicht, weil jetzt da zwei Split-Joints sind. So, genau, wir lassen es einfach da. So. Ja, es ist okay. Wir haben hier, glaube ich, einmal Hochfahren weggenommen. Den nehme ich jetzt wieder rein. Weil ich denke, dass er dann schnell genug oben ist, damit er nämlich dann hier den Übergang einigermaßen fließend hat, oder? Oh, ja, fast. Fast ein wunderbar fließender Übergang, hätte ich gesagt. Problem ist dann allerdings, wie bekomme ich ihn links runter? Links runter an den Checkpoint. Weil die alle mit Rauten markiert sind. Das heißt, ich muss sie in der richtigen Reihenfolge erwischen. Könnte ich ihn da aufhalten lassen? Nein, kann ich nicht. Wir sind in Phase 4. Ich kann ihn hier nicht zumachen und warten lassen. Er muss in der Phase auf jeden Fall aufgehen. Das würde mir vielleicht einen Moment Zeit bringen, wenn ich ihn hier schließe und dann aufmachen lasse. Aber viel ist das, glaube ich, nicht. Jetzt reicht das wieder nicht. Immer wieder so Kleinigkeiten, ne? Ja, natürlich. Noch ein Pixel mehr hin und her geschiebe, dann klappt das. Oh, ist der schön smooth. Tja, Problem ist nur, er hat weder den ersten noch den anderen bekommen. Es war schön smooth, da kann man nichts gegen sagen. So, bringt es denn was, wenn ich dich an der Stelle hier nicht ganz hochfahren lasse? Wahrscheinlich trifft er jetzt rechts nicht mehr. Weil er anders hochfährt. Dachte ich mir. Jetzt wird er wieder voll drauf fallen. Eventuell sollten wir sogar das hier weglassen. Ja, wobei. Das klappt. Das klappt. Jetzt müsste ich im Prinzip hier eine Hydraulik hinmachen, die ihn hochfahren lässt, damit er dann hochfällt und da drauf fällt im richtigen Moment. Weil ich muss ja jeden Checkpoint mitnehmen. Ich kann ja da nicht tricksen. Das heißt, wir müssen gucken, ob ich das timen kann. Wenn ich das hätte, wäre ich schon mal hier, könnte da hinfahren und dann geht es darum, ihn zurückzubekommen. Aber das Zurückbekommen, glaube ich, ist nicht so schlimm, weil das einfach ein festes Gerippe ist. Was oben über das Ding gebaut werden kann. Also das ist kein Problem. Problem ist nur hier unten der Teil. Alles andere ist, glaube ich, geschenkt. Hoffentlich klappt das jetzt noch. Oder hoffentlich klappt das überhaupt. Ja, das ist eher ein Nein. Vielleicht eher zwei Teile bewegen. Statt nur eins. Oder würde ich halt... Ja. Beinahe. Im Prinzip, wie wäre es denn, wenn wir es anders machen? Und zwar, lösen wir das hier. Lösen wir das hier. Moment. Und zwar nicht in der Phase, da machen wir auch hier nichts. Nichts in der Phase, da machen wir auch hier nichts. Nicht in der Phase, da machen wir auch hier nichts, sondern in der Phase. Da löst sich das hier und das hier komplett ab. Gucken wir mal. Es verändert wahrscheinlich jetzt wieder einiges, weil da jetzt...
du festgeblieben? Ja, so. Wir müssen natürlich schon das Ding vom Boden wegfahren lassen. Warum war das jetzt? Weil es links schwerer geworden ist auf einmal? Weil er aufprallt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch alles hinhaut, wenn ich da die Prozente verändere. Das macht es mir so ein bisschen... Ja. Warum bin ich da drüben jetzt am Machen? Guck mal, ob das noch hinhaut. Ja, das ist erstmal nicht so blöd. Das ist erstmal nicht so blöd. So. Das ist eins. Okay. Das funktioniert per se. Im Prinzip wäre hier... Hydraulik, die nach innen zieht, auch nicht so blöd, gell? Wegen so ein bisschen einfahren hier. Dann würde sie quasi das Ding nach unten machen. Das Problem ist nur wieder, ich denke, das wird vom Timing her nicht hinhauen. Gewichtstechnik ist das kein Problem. Hydrauliken haben kein Gewicht. Nur ich bezweifle das. Oh mein Gott. Habe ich leider nicht gesehen, was wann passiert ist. Das klappt. Das fällt runter. Der geht runter. So, der zieht hoch. Der lässt runter. Das ist okay. Jetzt passt die Verbindung hier nicht mehr, weil der nicht hoch genug zieht. Aber selbst wenn, wäre das hier nicht... nicht weit genug gegangen. Das heißt, wir müssten hier immer noch mehr einfahren. Und dann rechts auch noch dementsprechend wahrscheinlich wieder anpassen. Das Schlimme ist, im Prinzip wird hierbei jetzt aber auch das genutzt, was ich hasse, dass die Splitjoints in den Boden gehen. Jetzt muss er rechts wiederum höher ziehen. Haben wir hier noch die Möglichkeit, höher zu ziehen? Haben wir. Gucken wir mal, ob das hilft. Oh, wow, wow, wir gehen hier höher. Ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Ich glaube, dasselbe Problem hatte ich vorhin schon mal, kann das sein? Oder ich habe ein Déjà-vu. Das kann auch sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, besser. Lassen wir den noch richtig stark einfahren hier. Klappt das? Wahrscheinlich zerschießt es mir jetzt alles. Übergaben rechts ist schön. Im Prinzip muss ich jetzt hier die Brücke fast halbieren. Wenn man so will. Er fliegt halt trotzdem. Problem ist, ich bekomme dann den Checkpoint nicht mehr. Habe ich da den Checkpoint bekommen? Mit den niedrigeren Prozenten? Ich glaube schon, oder? Nee, selbst dann nicht. Okay.
Wenn wir das ausfahren lassen und dadurch dieses steilere Ding bekommen, dass er gerade so runterkommt. Was ich kurz machen wollte, jetzt halt nur in lang. Geht das vielleicht dann auf? Jetzt darf er natürlich rechts nicht mehr so hoch gehen, ist ja klar. Oh, wow, 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 wow. Das ist nicht so blöd. Das ist nicht so blöd. Ein bisschen weniger. Aber eigentlich müsste hier eine weitere Hydraulik hin, damit es abgebogener ist. Oder abgerundeter ist. Gefällt mir aber tendenziell. Die Idee ist nicht so blöd, glaube ich. Schöner Übergang. Und da muss er gerade so... Ja! Ja, ja. Ein bisschen mehr. Eventuell wäre jetzt der Punkt, wo das hier doch abfallen muss. Wo das hier doch abfallen muss. Wenn man das runterblumsen würde, wäre es ja nicht so schlimm. Dann lösen. Dann würdest du runterklappen einfach nur. Du würdest nicht mal kaputt gehen, glaube ich. Frage ist jetzt, klappt das mit dem Gewicht wieder? Weil wir ja 33% mehr Gewicht hinzufügen. So. Jetzt sollte der theoretisch da lösen. Er klappt einfach nur runter. Und der zieht hoch. Aber die Bewegung ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Ja, wird noch aufgefangen. Problem macht die Straße, glaube ich. Aber, nein, er kommt nicht hoch genug. Nein. Oh, aber das kriegt er hin. Wenn er jetzt nicht auf dem Dach landet, wäre das optimal. Abgesehen davon, dass wir den Checkpoint nicht haben. Aber wir kommen näher. Das geht so. Wenn wir den höher fahren lassen, fliegt er natürlich auch von einem höheren Punkt aus. Und dann klappt das vielleicht, diesen Checkpoint mitzunehmen. Komm schon. Mach hin. Du fährst da rüber, wunderbar, fällst ab, du gehst runter. Mir gefällt es nicht, dass hier eine Straße da so rumdaunelt. Und jetzt macht er wieder nicht mit. Wenn ich dich mitziehe, wirst du zu hoch sein und kommst nicht drauf. Kann ich den rechten, kann ich das hier anpassen, damit du dann doch noch hochkommst? Geht das? Kann ich das also ausgleichen? Ah, wobei, das sieht gar nicht so blöd aus, gell? Ja, ein bisschen höher. Den hier ein bisschen höher machen. Du kippst jetzt um, oder? Ja. Wollte schon sagen, du musst gegen die Wand gedrückt werden. Ah, vielleicht ein bisschen höher noch. Wenn die Übergabe funktioniert, wäre das gut. Nee. Der muss hier noch höher sein. Du willst das nicht. Nee, du willst das nicht. Nein, das Teil will es nicht. So. Würde natürlich auch mit einer Federung gehen, aber... ist egal. Wichtig ist, dass ich ihn da rüber bekomme. Ich mag das, ehrlich gesagt. Du hättest aber jetzt die perfekte Höhe, damit ich den Punkt kriege. Also das ist insgesamt gar nicht mal so blöd. Blöd ist nur, dass ich den Punkt da nicht ganz erwische, wie ich gerne hätte. Ich muss ihn irgendwie darüber bekommen. Zwei Straßen machen. Kann ich eine zweite Straße dran machen? Nicht wirklich. Dann störe ich mich beim... störe ich den blauen Wagen beim Hochfahren. Aber vielleicht können wir es doch so ein bisschen anders machen. Joink.
ein kleines bisschen Straße noch dazu machen. So ein kleines bisschen. Hoffentlich hindert das jetzt nicht den blauen Wagen. Nee, passt gerade so, optimal. Es kommt natürlich ein bisschen weiter. Ja, nicht ganz. Joink, joink. Bisschen höher. Komm schon. Minimal Veränderung. Hoffentlich jetzt mit einem großen Effekt. Nein. Bisschen höher noch. Ich darf halt nicht zu hoch gehen, sonst störe ich meinen blauen Wagen. Da bin ich kurz davor. Oh, komm schon. Ich meine, ja, ich könnte mit einer Hydraulik natürlich das Stück Straße noch einziehen hier. So ein Stück runterziehen, dann würde es gehen. Dann wäre hier eine Hydraulik drin. Wäre nicht schlimm, dann wird das Teil hier rechts sowieso abfällt. Wäre wahrscheinlich der sehr viel einfachere Weg, wenn ich drüber nachdenke. Ja, der ist definitiv einfacher. Das weg. Hier eine Hydraulik hinmachen, die ein bisschen einfährt, aber nicht in A, nicht in B, nicht in C, sondern in D. Jetzt geht er nämlich ein bisschen runter und dann sollte er den Übergang hinbekommen. Das gleicht dann das aus, was er dann durch den zusätzlichen Hochzug hat. Hoffe ich. Jawohl. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Beinahe. Leider landet er auf dem Dach. Das muss jetzt noch verhindert werden, dass er auf dem Dach landet. Und ich glaube, wenn wir hier so ein bisschen die Straße verändern, sollte das gehen. Komm schon. Schöner Übergang, gefällt mir. Jetzt ein bisschen besser runterknallen. Hey. Hätte mir fast das Stück Straße, was ich loswerden wollte, geholfen. Das hat natürlich jetzt in dem Moment auch ein bisschen gestört, weil er dann nämlich runtergefallen ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber, wieso auch nicht? Schade. Ich weiß, dass wenn ich hier jetzt so einen Split-Joint reinmache, der mir 100 Pro da groß alles kaputt machen wird. Aber ich mach's trotzdem. Gucken wir mal. Wie sich das gewichtstechnisch jetzt wieder auf alles andere auswirkt. Ja, ich hasse das. Veränderst du eine Kleinigkeit, zickt das gesamte Ding rum. Oder was soll man machen? Komm schon. Ich glaube, ich könnte das sogar kürzer machen. Dann würde es nicht mehr so sehr stören, wenn ich das links einfach kürzer mache und relativ auf den Boden lege. Oh, jetzt kriegt er den nicht. Aber er landet richtig. Und er muss einen Ticken kürzer fliegen. Er landet perfekt. Ab jetzt wäre es ein Kinderspiel. Theoretisch. Jawohl. Optimal. Das will ich haben. Wir speichern das als... Ne, wir speichern es auf 1. Warum nicht? Können wir machen. Okay. Das Ding funktioniert. Jetzt geht es nur noch darum, ich muss ihm hier hinten eine Straße bauen und hier hoch einen Weg bauen. Und dann muss er wieder zurückkommen, wo er hin will. Was mir nicht gefällt, ist, dass er runterfällt. Das heißt, er würde wahrscheinlich auf Straße aufprallen. Und ich weiß nicht, ob das hier, ob er in der Lage ist, da hochzufahren, wenn ich ihm hier so eine kleine Straße hinsetze. Gucken wir mal. Ich gehe jetzt einfach mal übertrieben hier hin, was Material angeht, und nehme eben die verstärkten Straßen. Das sollte gut sein. Der hier sollte hier gut Press anliegen. Das Ganze natürlich nicht mit der Straße verbinden, sondern im besten Falle hiermit. Und du bist dauerhaft fest.
So, jetzt ist die Frage, kommt er da hoch? Auf dieses Teil, ohne dass das was reißt. Nee, tut er nicht. Das heißt, wir gehen hier doch noch mit Straßen hin. Wurde ja auch in einem Level, in einem Stream letztens gesagt. Wenn ich da Straßen hin mache, ist das besser. Er müsste jetzt sogar vielleicht noch eine mehr, damit er auch auf der Straße landet, oder? Ja, ist okay. Oh nein, ist es nicht. Jetzt landet er nicht mehr so richtig. Vielleicht dann doch eher der Straße dazufügen, damit er auf der Straße aufprallt. So. Na gut. Er kommt hin. Optimal. Da ist was gerissen. Kriege ich das Teil eine Runde später los? Kann ich dich später lösen oder ist das immer noch ein Problem? Ja, wobei das Problem ist, es wäre halt zu spät. Er würde nicht mal zu diesem Punkt kommen. Ändert das was? Ja. Tut es. Ich hasse dieses Ding. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt retten soll. Was genau passiert? Wenn du den berührst, dann kommt die Hydraulik. Ja, das mag er hier nicht. Würde es helfen, wenn ich das Teil hierüber festhalte? Würde es stören, frage ich eher so. Weil es löst von unten, das würde damit hochgezogen werden. Würde natürlich dann... Geh mit dir ein bisschen Spielraum, wenn du rumzickst. So. Würde es jetzt noch landen, wie es soll? Wahrscheinlich nicht, weil sich dann wieder alles verändert. Ja. Fliegt jetzt urplötzlich zu weit. Oh, das nervt mich. What? Welchen hast du nicht bekommen? Warum? Wie kann das wieder daran was ändern? Egal, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das lösen soll, außerdem habe ich Hunger. Das heißt, für euch gibt es einen kurzen Cut und für mich eine kurze Pause. So, nun geht's weiter für mich mit der Kreisverkehrbrücke. Ich hatte das Ding ja im Prinzip schon hier rüber bekommen, leider bricht das dann hier einmal, was ich noch irgendwie lösen muss. Aber ich würde jetzt gerne erstmal den Rest der Straße bauen, der notwendig ist, um ihn nämlich dann von hier hoch zu bekommen. Doch dafür will ich erstmal sehen, wo eigentlich was wie steht. Das hier geht ja weg. Wenn ich mich nicht irre.
Kann es sein, dass ich sogar vergessen hatte, den richtigen Zeitpunkt zu speichern? Weil, das sieht hier nach Hydraulik aus. Nee, da muss Hydraulik sein, es wird hochgeschoben. Aber ich kann sowieso das gesamte Teil einfach unten lassen, das stört dann nicht. Genau, aber der kommt hier hoch, fällt perfekt runter. Macht nichts kaputt, außer an der Stelle jetzt, wenn der nämlich dann runter geht. Richtig? Weil der hier blöd aufkommt und die Straße bricht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hey, das Problem hat sich gelöst. Cool. Da geht auch nichts kaputt jetzt, oder? Auch wenn der ersäuft, da ist nichts kaputt gegangen. Cool. Problem hat sich von selbst gelöst. Sowas mag ich. Aber das ist nämlich dann jetzt kein Problem mehr, weil jetzt weiß ich, das sollte gehen. Ich muss ihn jetzt hier einen Weg bauen, wo er hoch kann. So. Der hat ordentlich Horsepower. Er sollte da, also Pferde, PS. PS ist das Wort. So, der sollte da hochgehen können. Ich glaube, verstärkte Ding ist besser. Und das hier machen wir erstmal weg. Da müssen wir dann schauen, wie ich das hinbekomme. Ich könnte das Ganze vielleicht hochziehen, dann wird es wiederum gehen. Weil ich denke, das ist nicht mal so blöd. Dass wir das im Prinzip so ähnlich aufbauen, wie wir es unten gemacht haben. Nur einmal spiegelverkehrt quasi. Also, nicht exakt spiegelverkehrt, aber wir bauen das hier nämlich dann so. Halten das dann auch hier an der Hydraulik fest. Oder mit Hydrauliken. Das ziehen wir dann... Eigentlich brauchen wir es nicht nach oben ziehen, gell? Das kann so bleiben. Wenn überhaupt, das Einzige, was ich bewegen müsste, wäre hier drüben der Teil. Alles andere könnte so stehen bleiben. Ich würde das gerne auch noch von unten stabilisieren. Ihr seid dauerhaft fest. Hält das? Ja, das sollte alles gut sein. Jetzt geht es darum, ihn hier hochzubekommen. Das ist aber eigentlich gar kein Problem, weil das einfach nur hier mit einer Hydraulik dann gemacht wird. Zack, zack, zack. Den machen wir da fest. Den lassen wir hier rumdrehen. Das ist der Drehpunkt. Machen dann... Ich könnte, glaube ich, hier direkt einfach eine Hydraulik dran machen. Gucken wir mal, ob das geht. Oh, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, es könnte hier ein Problem sein mit der Landung. Mit der Landung könnte es ein Problem geben. Du gehst hier hoch, gehst hier runter und dann bleibst du im Prinzip einfach unten. Gucken wir mal, ob das schon hinhaut. Oh, da drüben fehlt auf einmal... Du sollst dich... Hier nicht lösen, hier nicht lösen, hier nicht lösen. Hier sollst du dich lösen. Und zwar gehört ihr zu einer anderen Gruppe am... Jawohl. Genau. So, die Straße ist nämlich dann dummerweise runtergefallen, weil da ein Splitjoint dran war und dann fällt sie an den Boden rein. Okay, gucken wir mal. Obenrum passt. Die Frage ist, klappt noch alles andere? Die Straßen können durcheinander gehen. Das fällt runter, das fällt runter. Der fährt darüber, springt dahin, der geht hoch. Jetzt ist die Frage, passt das hier? Ich denke, es müsste gerade so hinhauen. Nein, er berührt das. Ah, nein, 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 nein. Nope. Okay. Wir müssen das Ganze ein bisschen ausladender machen. Leider. Und es hätte auch keinen Sinn gemacht, das weiterlaufen zu lassen. Ich wollte nicht sehen, ob die Hydraulik hier drüben funktioniert. Aber ich denke, die hat funktioniert, oder? Sie ist hochgegangen.
Ja, sie geht wunderbar hoch. Schafft er das jetzt? Ich denke nicht. Ich glaube, das hier muss weggehen, ja. Ah, vielleicht. Nee. Also der Punkt hier muss weg. So. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass er da nicht hochkommt. Wenn ich ehrlich bin. Okay, zack. Bumm, runter. Wunderbar. Er fällt rüber. Landet aber jetzt falsch. Und da ist das Ding runtergefallen. Warum fällt... Also, weil das ein Split-Joint ist. Okay, das will ich nicht. Also machen wir hier folgendes. So, warten. Wir machen hier eine Straße einfach hin. Und wir geben dem sogar hier noch eine kleine Stütze mit. So, dann der nämlich runtergeht und darauf stehen bleibt, damit er hochfahren kann. Ich glaube nämlich, dass das diese Split Joint beim Split Joint lösen, wenn das hochgeht, fällt das runter ins Nichts, dadurch verzieht sich die Straße und ich glaube, dadurch ist er nicht mehr so gelandet, wie er soll. Weil ich glaube nicht, dass er das hier irgendwie berührt hat, oder? Gucken wir mal. Gucken wir ganz genau hin. Er berührt den Checkpoint, das hat alles hingehauen. Landet der noch so, wie er sollte? Oder wie er es vorher tat? Oder hat er was berührt? Ah, der berührt ganz leicht. Es könnte tatsächlich das Problem sein, dass er ganz leicht berührt. Es sei denn, er dreht sich nochmal rum. Nee, tut er nicht. Der hat hier ganz leicht berührt. Ich muss da noch ein bisschen nachhelfen. Okay, nächster Versuch. Im Budget sind wir ohne Probleme. Das gefällt mir. Letztes Stück wird hier drüben dann noch so eine Straße sein, die hoch geht. Hätte ich gesagt. Ja, jetzt haben wir es, oder? Genau. Jetzt fährt er dahin. In dem Moment geht das runter, das geht runter. Wobei das sich nicht mehr bewegen braucht. Jetzt gehst du auf einmal kaputt und da kommt noch so ein blödes Teil, oder? Ja, später kommt noch so ein blödes Teil. Kommst du da hoch? Ich weiß nicht, warum das auf einmal wieder bricht. Das tat es vorher nicht mehr. Ich überlege gerade, ob ich das einmal oben stehen lasse. Ja gut, das ist jetzt eh alles am Arsch. Die Frage ist, kommst du da noch hoch? Nee, tust du nicht. Ach, Mann. In dem Moment musst du fahren. Dann fahr mal in dem Moment nicht. Wobei, wenn wir nur das hier weglassen, hilft das schon? Ich verstehe das nicht. Du musst in die... Warum ist das denn auf einmal wieder anders? Das verstehe ich nicht. Warum ist denn urplötzlich wieder die Landung anders, wenn ich da einfach nur die Hydraulik einen späteren Moment nicht mehr laufen lasse? Ich habe doch hieran nichts geändert. Er sollte doch genauso landen wie vorher auch. Er sollte doch auf den Rücken einmal drehen und dann weiterfahren. Aber warum tut er das denn nicht mehr? Oh, mir geht dieses Spiel manchmal sowas von auf den Sack. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich, weil ich nicht weiß, warum etwas passiert. Ich meine, das ist häufiger der Fall, dass ich Sachen nicht weiß. Aber hier scheint es so random zu sein. Ohne irgendwelche Zusammenhänge. Ah, schafft er die Drehung noch? Ja, diesmal schafft er die Drehung noch. Nice. Okay, Moment. Ich will hier genau wissen. Wir sind aktuell in der D-Phase. Ich will hier im Prinzip einfach dem nur Zeit geben, sich auszupendeln, damit er dann in Ruhe runtergehen kann.
Ja, er soll nämlich nicht jetzt runtergehen, weil dann bricht die Kacke wieder. Gut, die Frage ist nun, kommst du hoch? Also in E soll er nicht fahren. Erst in F soll er fahren. Der geht dann ins Ziel. Cooler Stuff. Im Prinzip kann das dann sogar einfach unten bleiben, wenn es unten ist. Eigentlich muss der gar nicht mehr fahren. Das ist vielleicht viel schlauer. Er kommt da hoch, oder? Ja, er kommt hoch. Okay. Also. Das funktioniert jetzt mehr oder weniger. Das Ganze fährt hoch. Das Ganze fährt runter. Das Ganze fährt hoch. Das Ganze fährt runter. Das Ganze bleibt unten. Du machst nichts mehr. Weil wir brauchen dich nicht mehr. Du stehst einfach nur unten rum und wartest drauf, dass irgendwann das Ding beendet ist. Jetzt checken wir nämlich erstmal, ob das irgendwie das Problem mit dem Bruch hier links löst. Weil dann eben diese Bewegung nicht mehr da ist, die vorher noch da gewesen wäre. Weil ich kann da keinen Muskel draus machen. Ein Feder würde wieder alles verändern, nehme ich an. So, lassen wir nochmal laufen. Und dann geht es darum, den Zieleinlauf zu schaffen. So, wahrscheinlich ändert das jetzt auch wieder alles. Warum, wüsste ich nicht, aber... So, das läuft. Okay, das läuft. Jetzt geht's darum. Nee, weil er da runter geht. Okay, dann lassen wir ihn nicht hier runter. Du hängst nicht im Weg. Du hängst nicht im Weg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir lassen ihn einen später runterfahren. Das wäre genug Zeit, damit er sich im besten Falle auspendeln kann. Und er sollte natürlich nicht im Weg hängen, weil er ist ja vorher auch hier gefahren und das hat kein Problem gegeben. Gucken wir mal. So, jetzt hast du nämlich ein bisschen Zeit, rumzuschwanken. Und vielleicht schwankst du dann gerade richtig, wenn er das Ding berührt, dass du dann runtergehen kannst ohne Probleme. Wenn du nämlich jetzt nach links schwankst und dann wieder nach rechts schwankst und er dann runtergeht, würdest du nämlich nicht das Ding kaputt machen. Du machst das Ding kaputt. Nein, machst du nicht. Ha! Damit ist das Problem nämlich gelöst. Du machst das Ding kaputt. Du machst ein anderes Ding kaputt. Das liegt aber hier ran. Okay, weißt du was? Wir versuchen es mal so... Macht das Sinn? Wir werden es sehen. Ich glaube nicht. Weil das Ganze natürlich jetzt dann noch festgehalten wird. Es ist verwirrend. Ah, es sieht sogar besser aus. Das Problem ist nur, jetzt schwankt das natürlich hier drin rum. Und es wird ihn daran hindern, darüber zu fallen, ja. Ah, wobei... Ja, es hindert ihn daran, aber okay. Wenn ich das hier anders befestige, schwingst du natürlich anders rum. So würde es nicht halten, es würde einfach nur so rumschwingen. Aber es ist doch kein... Ich brauche das Teil eigentlich gar nicht. Brauche ich dieses Teil hier überhaupt? Er muss ja nur die Straße da haben, damit er hochkommt. Brauche ich das wirklich? Er berührt den, das ist okay. Er berührt den, er kommt ins Ziel. Er wird runtergelassen. Dann spricht die Straße. Aber wenn ich die Straße wegnehme und die Straße hier verlängere... Nein, ich habe den gebraucht, weil ich den Ansatz brauche, damit er hochkommt, weil er sonst zu schnell wegzieht. Richtig. Deswegen war das Ding da. Also machen wir dich hier... Ja, nicht unbedingt so, aber so... Ich würde dich so gerne davon einfach abmachen. Ich würde das gerne komplett anders lösen, weil mir das auf den Sack geht. Dass das hier so nervig ist gerade. Guck mal, wenn ich dich so hier mit einer Schrägen versehe und dich hieran festmache.
und dich einfach festhalte, bleibt das dauernd bestehen. Das Problem ist daran natürlich jetzt, da wird der andere voll drauf knallen und wird das Ding kaputt machen. Aber es würde vielleicht helfen, wenn du nach oben gehst und dann kommst du vielleicht rechtzeitig da rein. Umgehen wir damit das Problem, dass hier der Bruch stattfindet und ich kann mich hier oben auf das Ziel konzentrieren? Nein, reicht nicht. Das reicht nicht. Nein, du gehst mal hier weg. Wir machen hier eine Straße hin, die hier hinführt. Machen den fest. Problem ist natürlich, jetzt fehlt wahrscheinlich auch wieder dieser Winkel, der ist nicht richtig. Uff. Es ist immer irgendein Punkt, der mich nervt. Weil jetzt, wenn ich das hier so verändere, wie ich es jetzt gerade mache, ist das Problem, dass er nicht mehr so richtig runterfällt, wie er runterfallen soll. Er wird wahrscheinlich jetzt drinnen behalten werden. Jawohl, er fährt halt nur viel zu spät. Jetzt klappt gar nichts mehr. Oh, ist das nervig. Jetzt müsstest du rechtzeitig fahren, oder? Dass er den Checkpoint noch bekommt. Jawohl. Checkpoint ist gut. Den schafft er auch. So. Kriegt er den jetzt noch einiger... Ich hasse dieses Ding. Dieses Drecksspiel manchmal. Das hier war ja relativ nah dran. So. Einfach irgendwelche Sachen löschen und hoffen, dass es irgendwie geht. Auf ein Wunder hoffen im Prinzip. Ja, du mich auch. Ach, Mann. Nervt mich dieses Level. Und noch mehr nervt mich dieses Spiel manchmal. Jetzt klappt gar nichts mehr. Wahrscheinlich, weil ich hier was verändert habe, oder? Ja, weil du fest bist. Dann kannst du lang versuchen, wegzugehen. Es ist immer was anderes. Wunderbar. Zack, zack. Klappt der Übergang noch? Ja, der klappt nicht. Klappt nicht mehr. Ihr müsst Dreier sein, gell? Am allerliebsten wäre es mir, wenn er hier wieder einrastet und dann dieses Stück einfach unten lässt. Wenn da einfach hier eine Übergabe stattfindet, dann ist das Problem nicht da, dass das Teil nämlich runterfällt. Wie es jetzt tut. Es wird natürlich jetzt wieder so blöd wanken, dass er den aufhält. Jep, jep, jep. Aber das sollte jetzt wieder an dem Punkt sein, wo es funktioniert hat, oder? Ich war gefühlt relativ nah dran, aber dann ist immer irgendwie da was. Ja, genau, das geht. Jetzt geht das nämlich beim Runterfahren auf einmal alles kaputt. Ja, aber wir bekommen den prinzipiell da hoch. Ich baue jetzt erstmal hier den Rest. So, wir bauen jetzt hier den Rest. Er braucht auf jeden Fall noch ein Stück Straße von wie viel Metern? 4,19 Meter. Okay, 4,91 Meter meine ich natürlich. Dann machen wir einfach mal so hier. Guck mal. Das sind 1,36. 1,36 plus 1,74 sind 3,20 Meter. 3,10 Meter. 3,10 Meter. Und dann machen wir noch eins. Das sollten in etwa die Strecke sein, die ich brauche. So. Das machen wir hier fest. Das machen wir jetzt hier fest. Das ist ein schönes, festes Konstrukt. Der bekommt dann da noch hier so Hydraulik dran, die ausfährt. Wir lassen jetzt aber laufen. Ja. Intelligenzbestie wieder mal. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee, muss ich schon sagen, muss ich schon sagen. Ich muss sie natürlich unten festmachen. Wir haben hier 2 Meter. Ich habe gesagt
4,91 Meter. Also hier noch 1,41. Irgendwie sowas. Ich muss das Ganze natürlich erst nach dem Teil fahren lassen. Ich darf natürlich nicht dem Teil auch irgendwie im Weg stehen. Das macht Sinn. Wenn ich da im Weg stehe, dann macht's kaboom und alles ist kaputt. So, das heißt, das macht im ersten Teil mal nichts hier. Das macht erst im zweiten Teil was. Der geht hoch. Der geht hoch. Der sehen wir, der ist zu viel. Und der ist, gut, der ist zu viel. Das ist nicht schlimm. Das kriege ich jetzt hin. Und zwar werde ich erst jetzt den richtigen Meterbereich auschecken. Ich weiß nicht, warum da noch... Was schwingt denn da rum? Du? Du schwingst da rum. Was machst du denn da? Wie kamst du da hin? So, ich will nur mal wissen, ob die Höhe stimmt. Nee, nicht ganz. Wir können ein bisschen weniger machen. Nein, das ist die falsche. Die hier. Noch ein bisschen weniger. 36, ist das gut? Bumm, 36 ist optimal. So. So. Theoretisch sind 36 optimal. Praktisch jedoch wieder nicht, weil wie soll ich das Ding denn im richtigen Moment da hochfahren lassen, wenn es hier dauernd im Weg hängt? Hast du Geschwindigkeit? Du hast ein bisschen Geschwindigkeit. Kann ich dich einfach da... Ich versuche dich einfach rüber jieten zu lassen. Don't care. Ich glaube nicht, dass er da passt mit dem Teil, das nach oben geht. Genau, das habe ich gesehen. Müssen wir ein bisschen wegmachen. Schafft das jetzt? Ja, er schafft es vorbei. Ich denke, er müsste stark genug sein, darüber zu kommen, oder? Er hat hier genug Zeit, Gas zu geben. So, jetzt gucken wir mal, wo was wann kaputt geht und warum. Das klappt hier noch, oder? Das ist noch alles in Ordnung? Du sagst noch, jawohl, ich bin noch voll dabei. Nö. Auf einmal, nö, weil ich habe hier was geändert, deswegen ist er da unten nicht mehr da. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ich meine, ich weiß auch nicht, warum du auf einmal funktionieren solltest. Das wäre ein Wunder. Du gehst hoch, zack, zack, du wartest, du fällst weg, du machst Bumm. Klappst du jetzt noch weg? Nee, klappst du nicht mehr. Und dann klappt der ganze Unsinn natürlich nicht mehr. Ich würde dich Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht hier funktioniert, wenn ich da was verändere. Das ist komplett unabhängig voneinander. Ich verstehe es nicht. Es wird wieder irgendeine Kleinigkeit sein. Wahrscheinlich habe ich irgendwo aus Versehen was verändert, was ich nicht dachte, dass ich es verändert hätte. Aber irgendwie habe ich es doch verändert. Ich weiß nicht, ob mir dieses Stück Straße hier gefällt. Das würde ich am liebsten ganz wegfallen lassen oder festmachen. Festmachen wäre halt blöd, weil es muss eindeutig weg sein, sonst schafft er es da nicht mehr hoch. Schöner Flug, schöne Landung. Du hast ordentlich Power, oder? Nee, hast du nicht. Mit den runter machen. Und den hier als ein Ding festmachen. Was sagst du dann? Sagst du irgendwas? Das ist die Frage. 1, 2 ist gut. Zack, bumm. Wunderbar. Du gehst runter. Schön und gut. So, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Weg. Das Problem ist, er wird höher sein. Er wird jetzt dagegen knallen. Ja. Exakt. Das heißt, du musst wegfallen. Ich kann aber hier auch keinen Split-Joint reinmachen, weil dann nämlich das ganze Gewicht wieder nicht stimmt. Und dann zickt das ganze Teil wieder rum und dann werde ich wahnsinnig. Ich weiß, dass ihr sicherlich teilweise euch freuen würdet, wenn ich wahnsinnig werden würde. Das ist dann diese Schadenfreude, aber trotzdem. Ich will das ehrlich gesagt nicht haben. So, was passiert denn jetzt hier? Ich meine, wichtig ist, dass das Teil hier wegfällt. Weil er muss, über dieses Ding muss er fallen. Er fällt runter. Das ist okay. Es ist okay, dass er einfach runterfällt. Damit kann ich leben. Wenn er jetzt immer noch alles hinhaut, damit kann ich leben, wenn er einfach wegfällt. Wenn er jetzt perfekt landet, ist es mir egal. Dann kann das da unten zu einem Riff werden für Fische. Das ist in Ordnung. Es ist alles gut. Wenn er jetzt schön landet, schön rumdreht, genug Schwung hat
um nach vorne zu kommen. Es ist okay. Das ist in Ordnung. Wenn er jetzt da drüben dreht, das Ding runtergeht, ohne dass das hier bricht, ist es super. Wenn er den Checkpoint mitnimmt, hier hochkommt, das Ding unten bleibt, ohne dass was kaputt gegangen ist, er den Checkpoint mitnimmt und dann diesen Sprung hier rüber schafft, vielleicht mit Hilfe dieser kleinen Anstupsdinger hier, dann ist es in Ordnung. Ja, dann bin ich zufrieden. Das Ding geht runter, wie es soll. Er fährt da hoch. Jetzt kommt der wichtige Punkt mit der Hydraulik. Hält das Ding? Schwankt das richtig im richtigen Moment rum, damit das im Prinzip hier rumgeht und nicht aufprallt? Kann ich vielleicht riskieren, das hier ein bisschen weniger laufen zu lassen? Ich denke nicht, dann ist er zu hoch. Es war hier schon relativ knapp bemessen. Jetzt knallt er dummerweise hier drauf und dann macht's kaputt. Bam. Kommst du ins Ziel? Er kommt hoch. Das ist gut. Kommst du da jetzt ins Ziel? Kannst du diesen Sprung meistern? Bist du damit einverstanden? Bist du in... Du bist niemals in der Lage dazu. Oh, ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Das Teil ist jetzt das Problem, weil er hier in dem Punkt... Geh nochmal auf. Im D3er, in B3er. Der ist es. Wenn der andere wieder losfährt. In dem Punkt klappt das nicht. Geht vielleicht eins später? Ist vielleicht eins später drinne? Dass er dann sagt, okay, ich meine, die kommen mit Verzögerung, wurde gesagt. Das heißt, er sollte genug Zeit haben, sich runter zu bewegen. Versuchen wir es so. Wer weiß es schon. Hoch, auf geht, okay. Das Ding, er fährt hoch, nimmt Checkpoint mit, geht ins Ziel, das Ding geht runter. Er wird dann gleich wieder aufgefangen, weil das Ding hoch geht. Hier drüben, das fällt ab. Er schwingt rum, macht den Flug, landet perfekt. Wunderbar. Er berührt, fährt runter. Jetzt ist die Frage, hat er genug Zeit? Kommt er hier? Er kommt runter. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht perfekt aus. Wir lassen ihn dann unten. Da geht das Ding nicht kaputt. Jetzt müssen wir nur noch den Sprung hinschaffen. Komm schon, Junge. Komm schon. Komm schon. Sportwagen. Sportwagen. Alles hat funktioniert bis auf das Ziel. Kann ich da noch irgendwie ein bisschen... Kann ich da? Darf ich? Ist da noch Platz? Ich denke, nein. Oh, minimal ist da noch Platz. Minimal ist da noch Platz. Ich kann hier nichts hinmachen, weil das würde wieder den Start verändern. Ich kann ihn nicht hinten rumbringen, das Ding ist fest. Ich kann ihn hier eventuell ein bisschen Schwung geben, indem er runterfährt. Ist das nicht sogar... das könnte sogar besser sein. Triffst du den? Zickst du rum? Bitte zick nicht rum. Nein, du zickst nicht rum. Ich habe sogar noch ein bisschen Platz. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sogar sehr gut. So. Boing. Boing. Ziel. Ohne Stupser. Das fällt ab. Der geht runter. Es gefällt mir nicht, dass es hier leicht schief ist. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen sein Problem gemacht. Jetzt gehst du hoch, du bist da losgelöst, du wirst aufgefangen, alles funktioniert. Es sollte hier nichts sich dran geändert haben. Ich habe hier oben was geändert. Das hat keinen Einfluss auf den ganzen Kram. Genau, genau. Immer schön weiterfahren. Jetzt machst du hier einen kleinen Dreher. Joink. Du gehst runter, perfektes Timing auch. Du wirst berührt, es passiert nichts, außer dass der fährt. Du berührst, dann gehst du runter. Du hast den schönen Schwinger drin, der nichts mehr kaputt gehen lässt. Jetzt fährst du da hoch. Wirst hier nochmal kurz warten müssen, was ich ein bisschen nervig finde, aber es ist leider so. Es passiert nichts und jetzt fährst du bitte und fliegst da ins Ziel. Komm schon, Junge, komm schon. Du bist doch ein kleiner Drecksack. Ah, da ist noch ein bisschen mehr frei. Ich mache jetzt gleich maximal. Oh, der macht da auch noch mit, sehr gut. Ich könnte hier einen Split-Joint draus machen, aber mache ich nicht, weil ich... Das ist zu weit, weil ich das hasse.
mit diesen Split-Joints in Wänden reingehen. Passt das? Nope, das passt nicht. Bisschen weniger noch. Immer noch nicht. Okay, noch ein Stück weniger. Schön. Schön. Du gehst hoch. Du gehst hoch. Joink. Zack. Jups. Dong. Wieso? Warum ändert das hier da was? Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt fährst du. So, jetzt aber, oder? Jetzt kommt er wahrscheinlich da auch wieder nicht ins Ziel. Das würde mich zumindest nicht wundern. Joink. Rüber. Drehen und dann hoch mit dir. Du musst kurz warten, weil der ins Ziel will. Dann gehst du hoch. Dann musst du nochmal warten. Das Problem mit dem Warten hier ist, dass er eben runterrutscht und dann die Geschwindigkeit verliert und neu aufbauen muss. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich bin nicht in der Lage, das Ding schnell genug fahren und darüber springen zu lassen. Das nervt mich. Okay, er geht noch. Geht auch noch, okay. Gucken wir mal, ob jetzt irgendwie die Landung wieder verkehrt ist. Ich weiß nicht warum. Was ändert denn das hier bitte daran, was da unten abgeht? Ich verstehe es nicht. Es beeinträchtigt doch nichts. Ja, jetzt fährt er. Ist okay. Jetzt geh! Ha! Ha! Jetzt habe ich ihn am Ziel. Aber das Drecksteil geht kaputt. Warum denn? Hoch, okay. Runter, schön. Du fällst um. Du landest sogar richtig. Der Wander... Oh mein Gott. Endlich. Es ist nichts kaputt gegangen. Endlich. Manometer. Oh, das hat wieder lang gedauert. Ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber es hat lang gedauert. Wir gucken hier die Lösungen rein. Es sieht zweimal relativ ähnlich aus. Ja, ist zweimal dieselbe. Deswegen sieht es auch zweimal ähnlich aus. Pufax. Ja, er geht hier in die Wand rein. Ja, gut. Ich habe gesagt, was ich von diesen Dingen ausnutzen halte. Und dann ist es natürlich einfach mit hoch und runter fahren, weil du bis in die Wand gehst. Dann macht er das sehr... Ja gut, das hier ist offensichtlich... Da hat er Straßen genommen. Hier hat er Straßen genommen, um das stabil zu machen. Da auch, ein Tunnel. Und da hat er auch ein... Ne, den hat er hochgezogen, oder? Lass mal ganz kurz gucken. Nee. Da hat er auch Split Joints genutzt, glaube ich. Ja. Ist halt genau das, was ich nicht machen wollte, hier in die Wand gehen zu lassen. Aber gut. Jeder, wie er es möchte. Vielen Dank auf jeden Fall für das Level, Inselspieler. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es lang gedauert hat, wieder eine längere Folge geworden ist. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.